Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. Wir stehen noch immer auf dieser Brücke, aber wir machen es erst einfach ganz schnell. Nämlich gehen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir eigentlich in der letzten Folge kurz aufgehört haben. Nämlich zu der alten Zentralverbindungsbrücke. Oder Verbindungsweg oder was auch immer das da eben stand. Ich wechsle nochmal schnell die Klinge. Im letzten Part haben wir nämlich fest erweckt. Und gucken wir mal, was jetzt passiert. Wo ist Banner? Wo ist er? Was ist all das shaking? Ja, mir wird das auch ganz schön abgefahren. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Vor allem so kann man doch gar nicht, das ist doch gar nicht mehr der Sinn eines, das ist, ja. Das ist auf jeden Fall nicht der Sinn von einer, wie soll ich sagen, Klinge. Die unterstützt ja nicht im Kampf, sondern die kämpft ja für sich schon. Hilfe hat sie Schwäche gegen Elektro, vielleicht sollten wir dann auch auf Elektro wechseln. Komm, vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie hin. Komm, wir müssen jetzt versuchen, ein bisschen Schaden rauszuhauen. Ja, komm, wolltest du mehr Strom machen? Ich bin jetzt betäubt. Hm. Ja, Schaden. Okay, was ist jetzt los? Warum wurden wir in der Mitte abgebrochen? Oh, it's too strong for us. Allow me. I shall serve as a decoy. And then... No! Poppy will take care of that. Tora, Poppy! Poppy? This energy is incredible! Thanks to my sister, Lila. Master Pon, profusest apologies for letting them control Lila like that.
Lila show much more respect for Master Pom than Poppy do. No need for apologies. You come back, and that enough for me. Sister, Lila did awful things. Poppy used to people doing awful things. Who Poppy mean by that? Poppy, Lila has one more request. We have many new sisters. Poppy will save them. It is my duty. Lila happy. Now, Lila has one thing left to do. Poppy? Use Lila as starter and... Of course! Poppy's ether furnace! Using experimental ether furnace from Lila, it can be fully ignited! But then... Will Lila be all right doing thing like that? At least I can do. Use the flames of Lila's life to save them. Now, Poppy! Show them your real power! Roger that, Master Pon! Initiating QT mode! Oh Mann, man merkt, das Spiel hat irgend so eine bestimmte Tendenz. Okay, gut. Wir haben eine neue Gruppe und dann wollen wir mal Rosa ein bisschen weiter deplatzieren in der Geschichte. Und dann haben wir jetzt einen guten Tank. Dann können wir uns ein bisschen von der Seite hinstellen. Ach, schaut sie euch doch mal an. Poppy Cutie. Sie hat aber immer noch Elektroschwächen. Sieh mal an, sie kann sich zwischen den ganzen Funktionen hin und her wechseln. Und definitiv müssen wir Heilung. Das macht den Poppy da mit Hora. Sind wir leider drinnen, ne? Ja. Schade. Mhm.
Und der Auftritt von Poppy Cutie war schon echt cool. Aber dieses Erscheinungsbild, das ist wieder so, das ist wirklich mal sein typisches Klischee, ne? Komm. Raushauen. Bam, umwerfen auf der Epidemie. Oh, jetzt noch mal den hinterher. Noch nur, dass es kein Fehler war. So, fest. Magnificent. Get him, Nia. On it. Magnificent! Tora, Poppy, Yura! Tora right here! Poppy missile! Elemental burst! Let's keep it up! Magnificent! Korra! I have to deliver or I'll die out of shame! Magnificent! Get him, Nia! On it! Ja, womit denn? Let's hit him good! Magnificent! Tora! Chain attack, finish! Wie soll man trotzdem die Dings wechseln? Jetzt hat sie Wasser als Schwäche, Mann. Okay, hier Verheerung. Kein Effekt. Schade. Wir sind wieder Blitz. Elektro. Aber diese sollten wir eigentlich locker flockig wegkriegen. So, ach, fertig. Das ist noch was zu heilen. Vulkan. Vulkansturm, das wird immer besser. Also, die Kombos, die jetzt momentan dabei sind, ey, ist schon echt heftig, was da rauskommt. Kann. Ich weiß, wir machen es nochmal, weil wir es schon wieder voll haben. So, Strom kriegen wir fest. Jetzt Wind. Cutie ist Feuer. Let us settle this. Excellent. Tora, Poppy, Yura, Tora right here. Superb. Chain attack, finish. Oh Gott, ganz viel Schaden. Okay, so viel Schaden hat das jetzt auch nicht. Bam Bam Rakete. Und sie trifft natürlich. Kannst ja nicht mehr so viel leben, Leute. Ernsthaft? I'll bash you up proper next time, I swear. Reporting back. Be wary not to push yourself too hard. Now it's time you surrender! Okay,
Also nochmal den ganzen Kram nochmal von vorne. Gut. Dann wir wissen, was hier groß auf jetzt ankommt. Nicht mit den Angriffsketten übertreiben. So, wir müssen halt gucken, wie viel Schaden der frisst. Die schnellstmögliche Art und Weise Schaden zu machen, weil der kann nicht so schwer sein. Dampfbombe. Sie will von den beiden das zuerst vollkriegt. Dieser weggestoßen, das ist so nervig. Dorffrost. Ja, gucken wir mal, was es bringt. Awesome. Mal wieder den Kirchsturm rocken. Watch out! Are you good? You know it's time, right? Double spinning X!
Und dafür, dass ich nur Stufe 32 ist, hat er verdammt hohe Verteidigung. Weil es frisst kaum Schaden, das Vieh. Dampfbombe. Und jetzt hauen wir mit dem letzten die Angriffskette weg. Me first. I'll do it. Get him, Nia. Voll, jetzt hat sie diese Erde. Komplette Vernichtung. Oh, ich hab jetzt ein bisschen leicht was an Schaden machen. Ja. Läuft. Ha! Justice always prevail. Master Pawn, that enough gloating now. Now, maybe you too won't be used for bad things anymore. Ugh. Banner's vanished again. Over there, my lady. Hold it! I just got back this minute. Yeah. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr das neue Outfit von Poppy Cutie findet. Können wir ein bisschen näher ran. Tja. Ich finde, das hat so ein bisschen was Klischeehaftes, aber hey. Jeder sieht das anders. Bis zur nächsten Folge.